Riesiger Schaden durch Corona-Betrug. Corona-Abrechnungsbetrug ist stark in Mode. Ermittler der Polizei gehen von einem Schaden von über 1 Milliarde Euro aus. Und das Geschäft ist einfach und lohnenswert. Wie einfach es den Betrügern gemacht wird, hat sich die Süddeutsche zusammen mit dem NDR und dem WDR angeguckt. Die haben sich nämlich auf die Lauer gelegt, da haben sich eine Teststation mal ein bisschen genauer angeguckt. Wir haben also gezählt und sind auf 52 Fußgänger und 101 Autos gekommen. Das Problem an der Geschichte, das Testzentrum hat am selben Tag 2670 Tests gemeldet. Und jetzt kommt der Hammer, diese Teststelle ist auch schon dem örtlichen Gesundheitsamt aufgefallen. Die haben das Ganze der Kassenärztlichen Vereinigung gemeldet und es wurde sich offensichtlich nicht darum gekümmert. Und das zeigt, dass die Kontrolle von Testzentren aktuell wohl gar nicht funktioniert. Und es ist ein sehr lohnendes Geschäft, denn Testzentren können 11,50 Euro pro Test abrechnen und auch die Kassenärztliche Vereinigung erhält 3,5% von jedem Test. Und ich kann mir vorstellen, dass für die KV die Motivation dann nicht so hoch ist, genau hinzugucken. Das Problem an der Geschichte, viele verdienen Geld, am Ende leidet aber der Steuerzahler, denn das Ganze wird durch Steuergelder finanziert. Ja Leute, wie seht ihr die Sache? Wird es Testzentren zu einfach gemacht? Schreibt es mir gerne in die Comments und teilt das Video.